Guten Morgen heute. Begrüße ich Sie ganz herzlich zum Connexbau Online Forum. Heute zum Thema Klimarisikoanalysen. Wir haben heute zu Gast zwei Referenten. Es ist einmal Klaus Reisinger, Vorstand der IG Lebenszyklus. Guten Morgen. Und Christian Plaß, Geschäftsführer der Denkstadt. Und ihr habt den Titel gewählt, Wien wird zu Athen. Es ist dafür aber nicht gebaut. Und mit diesem Zitat von euch würde ich euch gerne das Wort erteilen. Danke, lieber Sven. Ja, es ist mir eine große Ehre, dass wir das heute wieder zu zweit machen dürfen. Der Christian und ich kennen uns seit vielen, 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 vielen Jahren. Er war immer beständig beim selben Unternehmen tätig. Ich bis vor kurzem. Ich habe doch mehrmals gewechselt, habe ihn aber nie aus die Augen verloren und ist auf jeden Fall eine Person in der Nachhaltigkeit, die ich sehr schätze, extrem schätze, auf dessen Wort ich auch höre und wo ich auch sagen kann, dass auch die Art und Weise, wie er seine Projekte, seinen Umgang und seine Philosophie anlegt, etwas ist, was mir sehr imponiert. Mein Name ist Klaus Eisinger, ich bin Vorstand der IG Lebenszyklus, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Climate Partner in Österreich, gab es schon in Deutschland. Gründung in Österreich war 2007. Gegenwärtig beschäftigen wir ungefähr 30 plus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort hier in Wien. Gruppenweit sind wir 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und um die eine Zahl zu sagen, die ich so häufig gerne sage, ich habe das Team gefragt, wie viel CO2 haben wir denn eigentlich jetzt bilanziert im letzten Jahr 2023 mit unserem Tool, mit unserem Footprint Calculator, mit unserer Software, nur in Österreich mit unserer Mannschaft, mit den Damen und Herren, die Klimaschutz bei uns machen. Und die Antwort war auf jeden Fall, 7 Millionen Tonnen haben wir bilanziert. Das alles freiwillig, das alles von Firmen, die es nicht machen müssen, sondern die es machen wollen. Und nur da, um ein Verhältnis zu sagen, diese 7 Millionen Tonnen, die wir bilanzieren durften für unsere Kundinnen und Kunden, entsprechen in etwa 10% von den österreichischen CO2-Emissionen. Also hat schon einen Impact. Ja, und zum heutigen Thema freue ich mich, dass ich in der Arbeitsgruppe, die der Christian geleitet hat, dabei sein durfte. Aber natürlich ist es besser, wenn sich du selber vorstellst, bevor das die Zuhörer nur über mich erfahren, was du bist, wer du bist, wie du bist. Aber immer interessant. Also einen schönen guten Morgen von meiner Seite, Christian Plaß. Danke dem Klaus für die liebe Einleitung. So wie er gesagt hat, wir sind seit ewigen Zeiten Mitbewerber Ja. und es hat sich nie so angefühlt. Es Stimmt. ist ganz fein, mit dir am Markt zu sein. Ich habe die Denkstadt 1993 mit ein paar Freunden gegründet, als ganz kleines Unternehmen, das dann ziemlich gewachsen ist. Wir sind dann auf etwa 250 Personen gewachsen und haben uns jetzt genau vor einem Monat, am 16. April, einem ganz großen Unternehmen angeschlossen, nämlich EY, also Ernst & Young. Und in den Ländern, wo wir tätig sind, spielen wir doch jetzt eine wesentliche Rolle, also übernehmen jetzt in Österreich die Leitung der Nachhaltigkeitsaktivitäten. Und in den anderen Ländern, wo wir unsere Standorte haben, das sind Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, übernehmen wir teilweise die gesamten Aktivitäten, wie zum Beispiel in Bulgarien, weil dort EY noch keine Mannschaft hatte. Und in anderen Ländern ist das geteilt oder integriert. Jedenfalls, weil viele mich gefragt haben, warum eigentlich? Warum machst du das? Jetzt gibt es die Denkstadt schon so lange. Für uns ist es ein neuer Schritt sozusagen, was die Bedeutung betrifft, weil wir so als reine Nachhaltigkeitsberaterinnen und Berater sehr häufig in der Wirtschaft nicht so ganz ernst genommen werden. Nach wie vor, wir haben gerade kurz geplaudert, es gibt immer noch Leute, die sagen, ah, das mit dem Klimawandel, das hat es eh immer gegeben und es hat immer schon einen heißen Sommer gegeben und im Mai hat es einmal schon einen heißen Tag gegeben. Also das ist das eine. Und das andere ist, uns hat auch durchaus die Wirtschaftskompetenz in der Mannschaft gefehlt. Und jetzt mit so einem Unternehmen zusammenzugehen, gibt uns einfach einen neuen Hebel in die Hand. Das war für uns immer ein wichtiger Beweggrund. Wir wollen Impact haben. Unsere Mission ist, we drive the change to sustainable society. Wenn wir ändern wollen, dann müssen wir was in der Hand haben.
dass wir dort angreifen können. Und jetzt haben wir das Gefühl, jetzt haben wir einen tollen Hebel in der Hand. Und ich bin auch begeistert über die Diskussionen, die wir in der Zwischenzeit intern in der Gesamtorganisation EY führen und freue mich auch, wie wir dort aufgenommen worden sind. Nicht nur in Österreich, sondern wirklich in allen möglichen Ländern bis hin in die Vereinigten Staaten. Ja, damit gebe ich zurück zu dir, glaube ich. Ja, dann starten wir die Präsentation. Also Glückwunsch trotzdem natürlich zum Move, Friendlist, Wettbewerber, den ich am Markt kenne, auch wenn ich mit den anderen, wenn es da auch ein gutes Einvernehmen ist und es wird in Zukunft unser Thema Klimaschutz, Klimawandel, Klimakrise nicht verlassen. Und es wird auch in Zukunft Platz für uns beide am Markt sein, in den unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen Ausprägungen, die es gibt. Ja, aber wir sind da heute wegen einer Veranstaltung von der IG Lebenszyklus Bau. Deswegen würde ich gerne zum Bauthema kommen. Wir haben uns vorgenommen, wenn wir die Folien auch schon im Leitfaden hatten und wenn der Leitfaden jetzt doch schon ein paar Monate alt ist, dass wir das Wesentlichste vom Leitfaden erzählen, aber dass wir trotzdem noch Raum für Fragen lassen. Weil ich habe auch eine Mission, Christian hat auch was von seiner Mission erzählt. Time for Climate Action is now. Ich möchte tatsächlich auch den Ball aufgreifen. Auch ich habe im privaten und beruflichen Umfeld immer wieder, ich will es schon so aussprechen, wie ich sie bezeichne, mit Klimawandel leugnen zu tun. Das ist etwas, was ich akzeptieren muss. Und deswegen habe ich trotzdem die ersten zwei Folien aktuelle Entwicklungen genannt. Wie geht es uns jetzt gerade wirklich? In der Woche wurde ja die Schätzung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlicht, die mehrheitlich davon sprechen, dass 3 Grad das wahrscheinlichste Szenario ist. Kommt dann dazu und dann aber natürlich zum Leitfaden. Welche Leitfäden haben wir schon geschrieben? Was war in dem klimaneutralen Gebäudeleitfaden drinnen? Wie schafft man es eventuell, eine klimaneutrale Baustelle zu gewährleisten? Und dann der große Teil von heute, der Klimarisiko-Guide für Immobilien, den der Christian federführend mit seinem Team gemacht hat. Ausblick, Schlussfolgerungen und dann Fragen. Ja, dies ist eine Folie, die ich in meiner Vorlesung seit 2006 oder 2007 verwende. Die ist gleich geblieben. Der Mathematiker spricht von einem Korrelationskoeffizienten von irgendwo zwischen 0,96 und 0,97%. Jedenfalls, einen, der das nicht wahrhaben möchte, den kann man diese Folien zeigen, dass CO2 und Temperaturen Zusammenhang hat. Und es war in den letzten 400.000 Jahren, also seit Mensch auf Planet Erde ist, es auch in der Regel so, dass zuerst das CO2 kam und dann die Temperatur. Es war auch die Reihenfolge nicht umgekehrt. Also es ist nicht so, es wird einfach jetzt zufälligerweise wärmer und deswegen ist klar, dass das CO2 hinten auch kommt, sondern es ist tatsächlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit umgekehrt. Die aktuelle Entwicklung ist so, dass das CO2 tatsächlich außer Kontrolle ist, in dem Sinn, dass es fast doppelt so hoch ist, wie es zu einer Zeit war, die der Planet Erde kennt und auf dem die Biosphäre eingestellt ist. Aktuell habe ich jetzt noch vom Mai die Daten der Erdoberflächentemperatur, wie das CO2 jetzt bei 426, glaube ich, gegenwärtig ist ein Faktum, das kann man messen. Temperatur tut man sich ein bisschen schwerer. Das sind aktuelle Daten jetzt, wie gesagt, vom 1. Mai, die Air Temperature, also die Erdoberflächentemperatur zeigen. Und noch dramatischer ist es, die See, die Meeres, die maritime Temperatur zu zeigen. Und da sieht man eben, dass es da einen Linienschwarm gibt, mit einem Mittel der letzten 50 Jahre, wo das halt jahreszeitliche Schwankungen hat. Das Jahr 2023, aber dann tatsächlich seit ungefähr jetzt, seit Mai, jeden Rekord, den es bisher gegeben hat, gebrochen hat. Das heißt, jeder Tag im Mai weltweit gesehen hat einen neuen Rekord hervorgerufen. Und das ist kein Zufall mehr. Das, was die Wissenschaft sagt, tritt jetzt ein. Und auch das 24er-Jahr verhält sich noch einmal schlimmer, wie das 23er-Jahr aufgehört hat. Und da ist sehr wohl, vor dem Sommer, der kommt, auf den kann man sich wahrscheinlich mäßig freuen. Ehrlich gesagt, da wird schon vor allem auf Südeuropa und auf Afrika, auf die heißen Gebiete,
etwas zukommen, wo wir den Kongress eröffnet haben mit den Worten, erinnert euch 2050 an den Sommer, 2023 den Rekordsommer zurück, ihr werdet nicht mehr viel kühlere erleben. Ja, zu den Immobilien jetzt. Wir haben die Situation, dass weltweit in etwa 38% der CO2-Emissionen mit Immobilien zusammenhängen. Christian und ich haben ja die Bilanzgrenze beim ersten Leitfaden erweitert. Die Immobilie verursacht nicht nur CO2 durch die Energieversorgung, das ist klar, immer irgendwo heizen und kühlen, Kohle, Öl, Gas oder eben Biogen, Wärmepumpe. Ich muss es auch errichten, klar, da brauche ich Baustoffe, Zement, Ziegel, Beton, auch Kupfer, alles Mögliche, was im Haus so alles verbaut ist. Aber wir beide haben den Kreis ein bisschen erweitert. Wir haben gesagt, die Immobilie muss ich erreichen können auch. Und gerade in Österreich mit der Zersiedelung des Landes, auch mit Versiegelung hat das zu tun, haben wir gesagt, es gibt eine dritte Säule neben dem Energieverbrauch und neben der Richtung, das ist eben die Mobilität. Das Haus muss ja erreichbar sein. Und ich kann bei meiner Betrachtungsgrenze nicht an der Grundstücksgrenze aufhören, sondern ich muss die Mobilität, die das Gebäude durch den Standort auslöst, mit betrachten. Und dann komme ich eben tatsächlich auf diese 38%. Also schon ein großer Impact. Und wir sind nicht nur Verursacher von den CO2-Emissionen, sondern Betroffene zugleich. Das ist aber etwas, was der Christian dann besser bringen wird. Ich habe jetzt noch eine unleserliche Folie zum Schluss von meinen Ausführungen, bevor ich übergebe. Aber da kann man schon sagen, die Gebäude haben 1990, wie die Inventur laut Kyoto auch begonnen hat, mit 12,7 Millionen Tonnen, ähnlich wie der Verkehr, der war damals bei 13,8 Millionen Tonnen, begonnen. Und nach einer Reise von über 30 Jahren sind wir gegenwärtig auf 7,5 Tonnen CO2 beim Gebäude. Und haben damit eine Einsparung von 40% erreicht und auch in absoluten Zahlen fast 5 Millionen Tonnen eingespart. Das ist eine große Leistung. Wenn man das vergleicht mit dem Verkehr, der ungefähr ähnlich gestartet hat, also ungefähr bei 13,8 Millionen Tonnen. Der Verkehr hat jetzt weit über 20, 22, 23, 24. Mit der Elektromobilität geht noch leider viel zu schleppend und hat um 70% zugelegt. Das heißt, wenn man sich das in absoluten Zahlen anschaut, hat das Gebäude, aber auch die Landwirtschaft, die Abfallwirtschaft und vor allem auch die Energie und die Industrie einiges an CO2 eingespart. In Summe, alles das, was wir erreicht haben in den verschiedenen Disziplinen, wurde aber vom Verkehr aufgefressen. Der Verkehr hat alles das, was an Einsparungen erzielt worden ist, durch seinen Zuwachs wieder geschluckt und ich bezeichne ihn immer als, als Problemkind Nummer eins, wenn es im Klimaschutz geht. Zum Gebäude zurück. Das Gebäude wird sich verbessern. Nach unserem Leitfaden klimaneutrales Gebäude haben wir das Update gemacht, der weitere Weg zum klimaneutralen Gebäude. Und der CO2-Fußabdruck vom Gebäude wird in den nächsten Jahren kleiner werden, weil der Energieverbrauch der Gebäude relativ bald, ich spreche aber von 2050, 2040, tatsächlich mit erneuerbaren Energieträgern bewerkstelligt werden kann, weil dann auch die Mobilität irgendwann einmal 2055, vielleicht 2060 so klimafreundlich sein wird, dass ich kein CO2 mehr ausstoßen muss. Und bei der Errichtung der Gebäude tue ich mir schwerer. Das sind prozessbedingte CO2-Emissionen von Zement, von Stahl. Aber auch da werden wir es in diesem Jahrhundert noch schaffen, klimaneutral. Wobei klimaneutral, möchte ich dazu sagen, ist immer nur unter Anführungszeichen. Das Wort ist ein bisschen in Verruf gekommen. Klimafreundlich wäre vielleicht das bessere Wort. Aber unter klimaneutral können sich halt viele auch etwas vorstellen. Ja, zu unseren Leitfäden. Das geht jetzt nicht, weil die Grafik nicht animiert ist. Wir haben auf jeden Fall in der IG eine große Tradition mit Leitfäden zum Thema Klimaschutz und Immobilien. Und damit leite ich über zum Klimarisiko-Guide, den der Christian, der unter seiner Federführung im November im letzten Jahr im Kongress vorgestellt wurde. Ja. Bitte. Vielen Dank, Klaus. Und ich bitte dich um Ergänzungen, wo immer du Lust hast. Aufgabe des letzten Jahres, also 2023, war eben mit einer Gruppe an Leuten, und die sieht man jetzt auf der nächsten Folie, also mit einer relativ großen Arbeitsgruppe einen Leitfaden zu erstellen, der sich mit Klimarisikofragen im Kontext des Baus befasst. Sie sehen die acht Organisationen, aus denen Personen mitgewirkt haben.
Herzlichen Dank an der Stelle an die Leute, die wirklich toll und fleißig da gearbeitet haben in ihrer Freizeit. Was haben wir so gemacht? Entschuldigung, ich kämpfe noch ein bisschen mit der Maus. Das eine ist, dass wir uns einmal überlegt haben, wie ist denn das Gebäude überhaupt betroffen? Klaus hat es zu Beginn jetzt oder in der Einleitung schon gesagt, es ist ja nicht nur das, was wir landläufig vielleicht einmal mit der Immobilie assoziieren, nämlich dass man Material braucht und dass das Ding geheizt und gekühlt werden muss, sondern auch die Mobilität darf nicht vernachlässigt werden. Und deswegen fand ich diese eine Grafik sehr wichtig, wo man die Veränderung über die Zeit gut betrachten kann. Man sieht, dass wir am schnellsten vorankommen, eigentlich mit den energetischen Fragestellungen, die wir auf Erneuerbare und über Effizienzsteigerungen gut in den Griff kriegen. Deutlich schwerer tun wir uns offensichtlich, gerade wenn man jetzt auch die Politik betrachtet mit der Mobilität, wo permanent in unterschiedliche Richtungen gerudert wird, was natürlich für auch technologische Entwicklungen problematisch ist, weil auch die Industrie nicht weiß, wo sie investieren soll und die Konsumentinnen nicht wissen, was sie jetzt eigentlich kaufen sollen. Heute einen erschütternden Artikel gelesen, dass jetzt die Verbrenner wieder ansteigen im Verkauf und ich denke mal, ja. Wie geht es da damit, wenn von hoher politischer Seite, wir wollen ja keine Politik machen, aber es war trotzdem der österreichische Bundeskanzler, also nicht irgendwer, wenn der Österreich als Autoland bezeichnet und wenn er sagt, wir haben zuerst über Nokia gesprochen, mit den Handys, und er sagt, wir sollen ein Kompetenzzentrum für Verbrennungskraftmaschinen. Das ist ganz toll. Wirklich. Und wie geht es damit? Was löst es in dir aus? Also in der Zwischenzeit, ich werde wahrscheinlich eher schon Aggression fassen, muss ich zugeben. Es ist dumm und zum Schaden, nämlich interessanterweise auch wirklich zum Schaden der Industrie, weil man ja derzeit sieht, was an Betrieben pleite geht, nämlich in allen Richtungen. Es gehen die klassischen Autozulieferer pleite und es gehen die, die sich mit Elektromobilität auseinandersetzen, pleite, weil ja niemand mehr weiß, was er tun soll. Ja. Der Markt ist ja völlig unberechenbar in der Zwischenzeit für die Betriebe. Also es ist ein Bärendienst an der Wirtschaft, was man politisch aufführt. Also in mir löst es es ist viel zu ernstes Thema, als dass man wirklich drüber lachen kann. Aber ein guter Vergleich ist vor kurzem gefallen. Es ist so, wie wenn der Bundeskanzler sagen würde, wir haben nicht ein Kompetenzzentrum für Pferdekutschen oder für Esel auf der Straße werden. Und das schlägt er vor in einem Zukunftsdialog, glaube ich, als zukunftsgerichteten Vorschlag für die Industrie. Ja. Da kann man wirklich nur sagen, Problem nicht verstanden, oder? Ja, definitiv. Gut, wir haben uns also einmal versucht, ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was für Auswirkungen über die Klimaänderungen haben wir denn im Immobilienbereich zu erwarten und sind jetzt mal von der Stakeholder-Perspektive ausgegangen, was betrifft die NutzerInnen, die EigentümerInnen und sonst Gesellschaft und Umwelt. Und die Leute, die Immobilien nutzen, haben natürlich insbesondere jetzt das Thema Behaglichkeit sozusagen, also wie fühle ich mich denn in der Immobilie? Und wenn ich die Szenarien sehe, unser Titel ist ja nicht zufällig gewählt, Wien wird Athen. Also das sind die Temperaturen, mit denen wir ungefähr um das Jahr 2050 rechnen müssen. Das ist nicht wahnsinnig weit her. Dafür ist Wien einfach nicht gebaut. Ja. Das heißt also, in einer Innenstadtwohnung, die ein Altbau ist, nicht gekühlt, über mehrere Wochen dann der Hitze ausgesetzt, wird es einfach nicht mehr behaglich sein, um es vorsichtig auszudrücken. Es wird gesundheitliche Beeinträchtigungen geben, die mit der Immobilie direkt, also das heißt, hier steht fehlende Erholung im Schlaf, aber auch indirekt zusammenhängen, weil wir natürlich in der Umgebung der Immobilien keine Abkühlung mehr haben werden. Wir werden Produktivitätseinbußen haben. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend haben wir uns immer über Südeuropa lustig gemacht, die um die Mittagszeit ja nichts hackeln, ja, die sind ja alle so faul. In der Zwischenzeit sehen wir bei den Temperaturen kaum Arbeiten, das war dermaßen unproduktiv, das waren wir nicht gewohnt.
Und letzter Punkt, die Leute sind natürlich auch mit neuen Kostenfaktoren konfrontiert, wie zum Beispiel Kühlmaßnahmen. Also das Heizen wird wohl das weniger große Problem sein in der Zukunft in Österreich, aber das Kühlen wird definitiv ein Thema. Und wir wissen, Kühlen ist tatsächlich energetisch problematisch und teuer. Es betrifft natürlich auch die andere Seite, also die Leute, die Immobilien besitzen, im Sinne von Vermietbarkeit, kann ich das überhaupt zu vernünftigen Preisen dann noch auf den Markt bringen? Und ich, selbe Thema, also auf der anderen Seite, ich werde mit Investitionskosten zu kämpfen haben und als Gesellschaft im Allgemeinen eben werden Gesundheitskosten steigen. Wir werden vermehrt Energie benötigen, wobei es sicherlich sehr smarte Lösungen gibt, um gerade wenn die Sonne scheint, eben zu kühlen, weil ich ja da viel Sonnenenergie zur Verfügung habe zu dem Zeitpunkt. Ja, es wird auch eben Abwärmefrage geben bei Kühlung und vor allen Dingen auch diese Verstärkung des Urban Heat Island Effekts, wo ich also Hitzeinseln in der Stadt habe. Übrigens ganz interessant finde ich, dass jetzt aus meiner Sicht Wien zum ersten Mal Schritte unternimmt, um dieses Thema ein bisschen in den Griff zu bekommen. Prompt übrigens habe ich auch gestern gelesen, Schwierigkeiten bekommt mit dem Denkmalschutz Michaelerplatz und die Bäume, die am Michaelerplatz aufgestellt werden sollen, damit man es dort irgendwie aushält und die Leute nicht kippen, kosten uns dann unter Umständen den UNESCO-Status. Wir sprechen im Klimaschutz oder in der Klimarisikoanalyse von unterschiedlichen Risiken. Die erste Sektion sind die physischen Risiken. Es gibt ja die Taxonomieverordnung im Zusammenhang mit dem Green Deal, wo beschrieben ist, was als nachhaltige Wirtschaftsaktivität verstanden wird. Auf diese Verordnung beziehen wir uns häufig in unseren Analysen und haben eine Liste rausgenommen, sozusagen von dort. Dort sind beschrieben eben chronische temperaturbezogene Klimarisiken und akute, chronische windbezogene Klimarisiken und akute wasserbezogene Klimarisiken und feststoffbezogene Klimarisiken. Und wir haben dann im Zuge unserer Arbeit noch zwei für Österreich recht signifikante Risiken ein bisschen genauer betrachtet. Das eine war das Thema alpine Naturgefahren, wo es also um Erosionserscheinungen insbesondere geht, also Steinschläge, Muren etc. Und das zweite Thema Waldbrand, das ja bis jetzt in Österreich praktisch kein Thema war. Das erste Mal so richtig aufmerksam geworden ist man über den Waldbrand, genau beim Schneeberg. Es ist ja Gott sei Dank nicht auf die Rax rübergesprungen, das war ja eine der großen Sorgen. Aber bis jetzt hat es ja kleine Waldbrände in Österreich gegeben und da hat man doch einige Tage gekämpft. Waldbrände kennt man ansonsten aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel oder aus Asien, wo sie also größere Ausmaße annehmen. Da sieht man, nachdem wir uns bis jetzt nicht damit auseinandergesetzt haben, hat man natürlich auch keine Vorkehrungen getroffen und wir sind in Wirklichkeit auf solche Gefahren nicht vorbereitet. Das zweite sind transitorische Risiken, die sich eben durch die Veränderung der Rahmenbedingungen ergeben. Also transitorische Risiken werden als solche definiert, die sich aus dem Übergang in eine andere Gesellschaft und Wirtschaft ergeben. Das heißt also, die Dinge, die ich baue, werden anders zu nutzen sein. Das Geschäftsmodell, das ich habe, wird so nicht mehr funktionieren, sondern wird sich zu verändern haben. Das sind klassische transitorische Risiken. Ja, dass also der Konsum zum Beispiel sich auch verändert. Es gibt dann in der Studie drinnen ein paar Beispiele, die wir angeführt haben, die im Umfeld von Immobilien möglicherweise eben auf uns zukommen, wie eine Erhöhung von Kosten durch politische Veränderungen. Das wäre Bepreisung von Treibhausgasemissionen, wie wir zurzeit auch haben, CO2-Steuer oder Verwaltungskosten, die steigen durch eine verstärkte Berichterstattung.
Es gibt auch technologische, wo ich sage, ich investiere in irgendeine Technologie und die ist aber dann nicht mehr marktfähig. Und damit habe ich ein Stranded Investment. Etwas, was derzeit ja ganz stark in Diskussion ist, aus meiner Sicht ja mit dem Unwort des Jahres 2023, Technologieoffenheit. Das in Wirklichkeit ein Euphemismus für Entscheidungsunfähigkeit ist für mich. Marktfragestellungen, Änderung des Verbraucherverhaltens habe ich schon genannt, dass Leute dann einfach zum Beispiel irgendetwas, das stark energieverbrauchend ist, vielleicht einfach nicht mehr kaufen wollen. Und wenn das gerade mein Produkt ist, habe ich dann unter Umständen einfach ein Marktproblem. Rohstoffkosten, vielleicht auch ein interessanter Punkt noch. Wir sehen auch derzeit gerade an der Knappheit von Rohstoffen, wie sich die Marktbedingungen verändern. Das kann natürlich ganz genauso für Baustoffe gelten. Und Reputation. Das heißt, was wir sehen, ist, dass Unternehmen natürlich auch massiv zu kämpfen haben, wenn plötzlich etwas mit der Reputation schief geht. Es gibt jetzt gerade ein aktuelles großes Beispiel in der Immobilienbranche, wo mit dem Einbrechen der an sich guten Reputation plötzlich das Unternehmen Konkurs geht, auch wenn man den Eindruck hatte, das ist ja riesig und unheimlich stabil. Aber das kann natürlich zu einer massiven Vielleicht Gefahr dann, es ist sehr interessant, wie du das Wort Technologieoffenheit sozusagen als Entscheidungsunfähigkeit bezeichnet hast und das umgemünzt hat. Auch da sind wir einer Meinung, die Technologieoffenheit ist für mich mehr oder weniger nur, ich brauche jetzt nichts tun, weil ich warte, es kommt nur irgendwas. Auf was will man warten? Auf was will man warten, wenn der Planet keine Zeit mehr hat zum Warten und wenn alle Tools da sind? Ich brauche 22 Grad im Wohnzimmer. Das ist wirklich nicht schwer, das zu erreichen mit Lösungen, die das Haus selber kann. Natürlich. Da brauche ich keinen Brennstoff mit 800 irgendwas Grad verbrennen, bei was Gott wie viel Bar. Dann ich brauche 22 Grad, im Prinzip eine Eiskostenlösung, die jeder im Haus hat, ist dieselbe Technologie. Technologieoffen könnte es ja gar nicht mehr sein, weil Technologie ist ja da. Das ist ja nur ein Verzögern von einer Maßnahme, um einfach nicht zu entscheiden oder niemandem weh zu tun. Das ist schon, Und würde ich damit aber genauso das sehen. Gegenteil zu erreichen. Also ich tue ja Ja, ganz genau. vielen dann weh, weil es ja in Ja, Wirklichkeit ja. nicht funktioniert. Also ich denke, es liegt auch daran, dass ganz, ganz viele, die halt Entscheidungspositionen besetzen, einfach zu wenig wissen. Ja. Das heißt also, wenn ich die Grundlagen der Ja. Thermodynamik nicht verstehe, Ja. ist halt schwierig, über Thermodynamik zu diskutieren. Das ist so, wie wenn ich über Hirnchirurgie diskutiere. Ja. Das ist zwar total nett, aber irrelevant. Ja. Ja, weil ich verstehe einfach nichts davon. Ja. Und jetzt, ich weiß nicht, die unsäglichen E-Fuels, wo Ja. ich weiß, ich habe einfach ein Viertel vom Wirkungsgrad, Ja. ja, muss ich sagen, ja, wenn ich Energie im Überfluss zur Verfügung Ja. habe, Ja. erneuerbare, kann ich das machen. Ja. Habe ich aber nicht. Ja, nicht Ja. heute. Nicht in unserer Generation und nicht Und nicht in der in nächsten der und auch nicht in nächsten. der übernächsten. Ja. Ja. Also in 8 Generationen Ja. geschenkt. Ja. Ja. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Also deswegen bin ich ein bisschen ein Kritiker Ja. des Wortes Ich Technologieoffenheit, auch, so ich wie es auch. Du hast verwendet recht. wird, Ja, genau. in Weil es ja ein großen schönes Abstand. Wort ist. Ja, Technologieoffenheit heißt, im Ding in absolut. alle Richtungen. Das ist Absolut. nur, wenn ich eine Lösung habe und dadurch die Lösung verhindere, indem ich sage, ich warte auf noch was Neues, lasst es eine Wasserstoff und was auch immer. Kraftstrom. Das, ja, das, was da ist, umsetzen und nutzen und nicht mehr drauf warten. Ja. Und was wir nicht vergessen dürfen, vielleicht auch eine allgemeine Bemerkung, das, was an Informationen über unterschiedliche Technologien derzeit herumschwirrt, ist ja sehr, sehr häufig gelenkt. Und das wissen wir ja in der Zwischenzeit. Ja. Also wir wissen auch aus der Ölgeschichte heraus, dass Informationen, die gestreut werden, ganz bewusst verfälscht werden. Und wenn ich Ja. jetzt die tollen Artikel über die Kernfusion Ja. lese, wo ich weiß nicht, wie viele hundert Sekunden Ja. seine depperte Fusion gelungen ist, Ja. das kennen wir seit 40 Jahren. Ja. Ja, also, ja. Darauf will ich auch nicht mehr warten. Ja. Gut. Bisschen auf die Zeit müssen wir schauen. Genau, Ja. ein bisschen auf die Ja. Zeit schauen. Ja, stimmt. Weil sonst kann man nicht mehr so. Ich laufe ein bisschen durch. Was man sieht, ist an der Grafik ein bisschen, wie komplex auch dieses Thema ist. Zum Beispiel der Zusammenhang transitorischer Risiken mit
CP-Bodenverbrauch, es gibt die EU-Bodenstrategie und die Grafik soll nur darstellen, wie komplex alleine die Einbettung der Bodenstrategie in unterschiedliche relevante Themen ist. Das heißt, es ist nicht so, dass man nach der einfachen Lösung suchen kann. Es ist keine Lösung, die würde man wahrscheinlich gerne schon lange anwenden, wenn es alles so simpel war, aber es ist halt komplex, man muss viel diskutieren, man muss sich mit komplexen Fragestellungen auseinandersetzen. Aber wenn wir weiter tun wollen, vielleicht da sozusagen einer anderen Arbeitsgruppe, die Lebenszyklus hat ja auch die Forderung aufgestellt, Nettoversiegelung ist gleich null, das kam aus dieser Raumgruppe heraus, von den Kollegen im Vorstand von Christoph Müller-Diese und von Dominik Philipp. Das hat ja nicht Kassen nicht mehr bauen, das hat einfach Kassen kein Greenfield mehr, sondern Brownfield oder Rooftop-Development oder halt Einkaufszentren im Stadtrandling überbauen, aber es hat nicht geheißen, nicht mehr bauen. Aber für diese Forderung, die eigentlich logisch ist, wenn man jeden Tag, jede Sekunde ein paar Fußballfelder zu betonieren, ist ja jedem klar, dass Österreich irgendwann einmal Asphaltwüste ist und zu betoniert ist. Die logische Folgerung, Neuversiegelung ist gleich null. Alles andere ist ja Diebstahl an der nächsten Generation, aber irgendwann ist dann voll. Für diese Forderung sind wir als Kommunisten bezeichnet worden, als weltfremde Kommunisten. Wie können Sie sowas fordern? Industriefeindlich und das ist ja als kommunistisches Gedankengut, die man abgekapselt kann mit einer Forderung, die so offensichtlich normal ist, weil wenn ich es nicht fordere, bin ich irgendwann mal zugepflastert und dann gibt es keinen Baum mehr und auch keine Wiese mehr. Ich bin froh, dass ich in der Arbeitsgruppe dabei war, weil sonst war ich auch als Kommunist. Das löst bei mir zumindest Ärger aus, sagen wir so. Ja, das ist dumm. Entschuldige, das ist dumm. Vielleicht eine Frage, die ein bisschen aufweitet. Was sollte denn im Zuge einer Risikobewertung für Immobilien alles betrachtet werden? Ich denke, trivial ist Charakteristik des Standorts, das ist logisch. Diese DNSH-Themen für diejenigen, die nicht so vertraut sind mit der Taxonomie, das ist Do No Significant Harm. Das sind also Kriterien, die den Umweltzielen der Europäischen Union zuwiderlaufen, also dass man diese Themen mit betrachtet, dass man die Form der Nutzung der Immobilie mit betrachtet. Ich komme dann auch dazu, den Betrieb der Immobilie natürlich, was der an Fragestellungen mit sich bringt. Mobilitätsaspekte, Klaus hat am Anfang schon darauf Bezug genommen, und Vorbereitung auf Resilienz. Das heißt also, wenn etwas passiert, kann ich dann diese Immobilie vielleicht ein bisschen flexibler nutzen. Ja. Also das ist nicht so, man so, okay, geht nicht mehr anreißen, sondern vielleicht irgendetwas anderes damit machen. Bei der Risikoermittlung selbst sind insbesondere drei Dinge bei uns oder drei Kriterien oder drei Felder aufgefallen bei uns, die man sich anschaut. Das eine ist klassisch gebäudetechnisch, also das die ganze Technik mit drinnen, bautechnisch selbst, also wie wird das Ding gebaut, von der Anlage her, Materialien etc. Und immer natürlich die Wirtschaftlichkeit. Wir sind ja auch auf der Suche nach günstigem Wohnraum, was ja eines der Problematiken für die Immobilienentwickler ist, wenn es nicht mehr auf ein Greenfield geht, ne? Weil Brownfield häufig halt kostspieliger ist als Greenfield. Es sind da ein paar unterschiedliche Aspekte noch aufgeführt, die wir im Zuge der Gebäudetechnik-Fragestellungen mit betrachtet haben, wie natürlich viele thermische Fragestellungen, aber auch wo liegt das, diese Outside Conditions, das heißt also, wie ist das Gebäude positioniert, in welcher Klimazone liegt es, was ist die Umgebungstemperatur, wie sind auch Windverhältnisse dort, sodass eben gekühlt werden kann und das nicht, nicht in so einem Wärmesee dann drinnen liegt und so weiter. Also möchte ich jetzt nicht ganz durchgehen. Vielleicht ganz interessant auch dieser untere mittlere Punkt Internal Gains, etwas, was man energietechnisch gut nutzen kann. Menschen rennen ja mit einer Leistung von rund 100 Watt sowieso selber herum. Das heißt also, auch die haben ja eine Heizleistung, wenn das Gebäude, also die haben immer eine Heizleistung, die ich aber dann merke, wenn das Gebäude gut isoliert ist. Oder elektrische Ausrüstung und Beleuchtung, alles das heizt natürlich auch wenn die LEDs natürlich jetzt
nicht mehr so schön heizen wie die Glühbirne. Gott sei Dank. Das, was wir bei Gebäuden dann betrachten, wie in allen anderen Risikofragen, sind unterschiedliche Formen der Risikosteuerung. Das Netteste ist natürlich, wenn ich Risiken tatsächlich vermeiden kann. Das ist bei Gebäuden ein bisschen kompliziert, weil wann ist einmal Bau, habe ich ein Risiko. Das heißt, also das eine Lösung wäre nicht bauen oder Portfoliobereinigung. Das heißt, ich verfüge über ein gewisses Immobilienportfolio und sage, ich pick mir jetzt die raus, die tatsächlich die größten Risiken beherbergen und baue die zurück. Damit habe ich Risiko vermieden. Vermindern, es ist ähnlich, aber vermindern kann ich jetzt umfassender auch, indem ich einen anderen Standort wähle, eher verdichte als das andere, ein bestehendes Gebäude ertüchtige. Überwälzen, ich kann schauen, dass jemand anderer die Risiken trägt. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch natürlich in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, dass ich also, das haben wir im alpinen Raum ja sehr, sehr häufig im Schutzbauten errichte. Ich kann versichern, das ist auch eine Form der Überwälzung des Risikos natürlich, sowohl gegen physische als auch gegen transitorische Risiken. Das heißt, ich kann auch mein Geschäftsmodell versichern gegen etwas. Und dann bleibt mir immer noch ein Restrisiko, das ich selbst trage. Und da ist es natürlich vernünftig, wenn ich sage, ich bereite mich für gewisse Risiken vor, damit ich zumindest, also wenn das schlagend wird, weiß, was ich zu tun habe. Die sind also wichtig sozusagen und sind im Leitfaden eben ein bisschen näher beschrieben. Wo geht die Entwicklung hin? Das ist vielleicht auch noch etwas, das ist eine Grafik, die vielleicht viele kennen. Eine Auflistung der Entwicklung der Schadensfälle, und zwar Naturkatastrophen weltweit. Man sieht, dieser rote, relativ konstante Balken, der sind geophysikalische Ereignisse, wie also Erdbeben, klassischerweise Erdbeben, Tsunami, ist so etwas. Dann die dunkelblauen, die Sturmereignisse nehmen langsam zu, logischerweise, weil sie natürlich Temperatur, also indirekt Temperatur induziert sind. Dass die Überschwemmungen zunehmen, ist jetzt mit dem Klimawandel trivial. Sonstige Klimaereignisse, da gehört zum Beispiel der Hagel oder ähnliches dazu, die sind relativ konstant, würde ich jetzt einmal so argumentisch sagen. Ja, aber wir sehen, Sturm- und Überschwemmungsereignisse nehmen ganz, ganz stark zu. Das ist eine reine Anzahlbetrachtung. Ja, das ist noch nicht eine Schadenssummenbetrachtung, gibt es natürlich auch noch dadurch, dass der Wert des verbauten Materials oder der Assets steigt natürlich die Schadensfälle noch viel, viel. Eine Grafik, die ich sehr gerne verwende, auch wenn man Europa da im Hintergrund sehr, sehr, sehr zart sieht, eine Studie der TU, der ETH Zürich, die haben prognostiziert, wie die Temperatur der wärmsten Monate im Jahr 2050 in unterschiedlichen Städten sich entwickeln werden. Je dünkler der Punkt, desto höher der Temperaturunterschied. Sie sehen auf dieser Skala in der Mitte ganz dunkel 7 bis 8 Grad und Wien, also dieser zentraleuropäische Raum, ist der am stärksten Betroffene offensichtlich, klar, weil halt wenig Wasser rundherum ist, dass es also noch einen ausgleichenden Effekt hat, relativ betrachtet. Heißt aber, die Temperaturen, mit denen wir in Wien rechnen müssen, die höchsten Temperaturen in den Sommermonaten, liegen dann bei ungefähr 45 Grad im Jahr 2050. Ja, das ist also definitiv für mich keine angenehme Temperatur und wahrscheinlich für ganz viele sehr junge und sehr alte Menschen auch nicht. Das heißt also, wir haben definitiv mit Gesundheitsfragestellungen massiv zu kämpfen haben. Das Klimaszenario, das Sie übrigens angewandt haben, ist nicht ein Extremszenario, sondern ein ganz nettes, nämlich das RCP 4,5 des Panels of Climate Change, das davon ausgeht, bis 2100 eine Temperaturerhöhung weltweit von 1,8 Grad zu haben.
Jetzt wissen wir, dass wir ziemlich kämpfen mit dem Fall, unter 2 Grad zu bleiben. Klaus hat zuerst gesagt, derzeit die Prognosen 3 Grad. Da schaut es also noch ganz anders aus. Ja, IPCC hat sich im letzten Jahr von dem 1,5 Grad Ziel verabschiedet, von höchster Stelle, hat gesagt, das ist kein erreichbares Ziel mehr. Dieses Ziel von Paris, well below 2 degree, scheint auch unerreichbar. Sie haben einfach die Strategie geändert. Sie sagen, jedes Zehntel Grad zählt und das gegenwärtig wahrscheinlichste Szenario ist das 3 Grad Szenario. Ja, aber die Grafik habe ich sozusagen, die hast du gefunden. Die ist für mich schon ein Eye-Opener gewesen. Hat mir schon zu denken gegeben, weil 2050 ist ein Zeitraum, den viele von uns hoffentlich noch erleben werden. Und die 8 Grad im heißesten Monat, muss man fairerweise dazu sagen, besteht eine Belastung für den menschlichen Organismus dar, die wir einfach nicht gewohnt sind. Und für die Gebäude habe ich damals verglichen, bevor ich den Kongress eröffnen durfte, wer eben, welche Stadt eben 8 Grad heißer ist als Wien. Und habe eben Athen gefunden. Deswegen war dann die Aussage, Wien wird Athen. Dafür haben wir es nicht gebaut. Und Wien ist schon gebaut. Es gibt schon ein bisschen Neubau natürlich, aber Wien, 2 Millionen Menschen leben da jetzt schon. Und 8 Grad mehr ist heute schon heavy. Und da kommt schon noch etwas auf uns zu und auf die junge Generation zu, die es nicht verbockt hat, das aber auslöffeln muss, wo es in unserer Verantwortung ist, etwas dagegen zu tun. Ja, wenn man auf der Grafik schaut, übrigens Athen, das da unten liegt, hat, kriegt dann auch noch einmal 5 bis 6 Grad drauf. Ja. Dafür ist es auch nicht gebaut. Aber wir sind, glaube ich, wegen einem alpinen Raum. Also andererseits haben wir natürlich Mitteleuropa, Zentraleuropa, wo halt also keine kühlende Ozeanmasse uns hilft. Und auf der anderen Seite halt der alpine Raum, der besonders exponiert ist. Deswegen schlägt das bei uns besonders durch. Ja. Ja. Gut, damit kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Vielleicht fängst du an. Ja, dann fange ich gerne an. Also unsere Gesellschaft ist heute mit Risiken konfrontiert, die wir nicht kennen, die unseren Breiten nicht relevant waren. Wie gesagt, jedes Monat werden neue Temperaturrekorde gebrochen. Man kann auch davon sprechen, seit Mensch auf Planet Erde ist, gibt es das nicht. Und was die Immobilien betrifft, wir brauchen dringend eine Asset-Neubewertung, weil die physischen und auch die transitorischen Risiken einfach schlagend werden. Deswegen fordern wir, dass Gebäude, und da muss man es jetzt richtig lesen, die über das Jahr 2050 hinaus bestehen, nicht die Menschen abreißen möchte, da die halt keinen Wert mehr haben, aber die über das Jahr 2050 hinausgehen, müssen spätestens zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf alle drei Säulen, Energieverbrauch, Mobilität, die das Gebäude auslöst und auch Umbau, treibhausgasneutral sein und das Wort klimaneutral zu vermeiden. Und ja, wir sind beim Gebäude gestartet, der Siegellebenszyklusbau, und haben aber bei der Raumplanung, sind jetzt bei der Raumplanung angelangt. Das Gebäude, der Projektentwickler, ist für den Standort verantwortlich und damit auch für die Mobilität, die der Standort auslöst, und muss halt das komplett neu bewerten. Man braucht da Energieplanung, Raumplanung, Gebäudeplanung, einfach eine, es fängt mit dem Flächenwidmungsplan zusammen, es hängt mit den Kompetenzverteilungen zusammen. Wenn ich gerade zuerst, wenn du das Thema Versiegelung angesprochen hast, Oberösterreich ist ein Bundesland, das besonders viel versiegelt. Das ist aber in der Kompetenz der Länder, da kann der Bund nicht durchgreifen, da kann man sich was wünschen. Und da braucht man halt ein Gesamtkonzept, wo halt möglichst alle das Problem verstehen und auch versuchen und bereit sind, etwas dagegen zu tun. Und es geht sicher über eine Legislaturperiode, die 4 oder 5 Jahre dauert, hinaus. Ja, da steht noch dieses Thema Zusammenführung, Zugriffsauswertung der Energiedaten. Ja. Möchte ich doch gerne betonen, das ist nicht in deiner Fleißaufgabe, sondern ohne Daten tun wir es natürlich ganz schwer, tatsächlich auch Dinge zu steuern, Prozesse zu steuern. Und so wie es völlig logisch ist für uns, dass wir auf Finanzdaten Zugriff haben, so wird es einfach auch logisch sein müssen, dass wir auf Energiedaten Zugriff haben. Es ist klar, Klaus hat schon gesagt, also aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass gewisse Schäden jetzt nicht mehr vermieden werden können. Wir haben uns von gewissen Zielen auf der wissenschaftlichen Ebene, nicht auf der politischen, verabschiedet. Und daher wird es umso wichtiger, jetzt zu schauen, was wir präventiv
im Sinne der Anpassung an den Klimawandel machen können. Und da liegt natürlich in der gebauten Umwelt eine große Verantwortung. Die Forderung ist daher auch so eine Klima-Due Diligence im Rahmen einer Immobilienbewertung verpflichtend durchzuführen. Ja, Fragen zur Biodiversität sind wichtig. Die gebaute Umwelt hat natürlich eine ganz starke Wirkung auf Biodiversität. Und derzeit gibt es dazu noch ganz, ganz wenige Überlegungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir mal Vorgaben brauchen, aber Überlegungen. Und wir sehen eine große Verpflichtung eigentlich auch des Bausektors, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer von Connex Bau können sich vielleicht erinnern an die Susanne Formanek, die die Dachflächennutzung, den Leitfaden zur Dachflächennutzung vor etwa, glaube ich, einem Monat mit mir gemeinsam vorgestellt hat. Das wäre schon eine Idee, dass man das Gebäude für die Biodiversität nutzt. Jetzt habe ich es schon versiegelt, das ist schon passiert, das Haus steht schon da, aber ich könnte die Dachflächen nutzen. Wir haben da sozusagen einen Leitfaden gehabt, wo wir einen Wettbewerb gehabt haben, was ist jetzt besser, begrünen das Dach und ein bisschen Wasser rückhalten, ein bisschen vielleicht für die Bienen was tun und ein bisschen was Richtung Carbon Sequestration, also CO2-Bindung zu machen oder technisch das Dach aktiv zu nutzen, eine PV-Anlage rauf, eine Solarthermieanlage rauf und sind dann gesessen bei der Endredaktion, bei der Susanne am Dach im 10. Stock oder wo im 4. Bezirk und haben über Wien geschaut, von dort oben und haben gesagt, wir brauchen uns eigentlich nicht streiten, was jetzt gescheiter ist, weil das, was gegenwärtig gebaute Realität ist, ist nichts von allem. Die Dächer sind nicht genutzt. Ja. Sie sind weder grün, noch gibt es darauf ausreichend PV oder Solarthermie. Es ist ausreichend Dachfläche da und da kann das Gebäude vom Problem auf einmal zur Lösung werden, indem man die Dachflächen begrünt, indem man sie beschattet, indem man dort einen Aufenthaltsraum für Menschen bietet, wo sie sich austauschen können, wo sie sozusagen oben zusammensitzen können, was essen können, was trinken können. Dafür müssen sie begehbar sein, die Dächer. Braucht schon technische Maßnahmen. Beschattet. Und beschattet müssen sie sein. Das vielleicht können wir sogar beides machen, haben wir dann zum Schluss gesagt. Ja, ein PV, semi-transparentes, eine schattenspendendes Dach oder Überdachung. Und drunter sitzen dann die Personen am Abend und trinken ein Glas Wein oder ein Glas Bier. Du hast kurz schon das Thema Versiegelung angesprochen, auch mit dem Netto-Null-Ziel. Ja. Die ÖROC hat eine klare Empfehlung, das ist das 2,5-Hektar-Ziel pro Tag, dass wir nicht mehr als das versiegeln. Wir sind derzeit in Österreich bei 12, glaube ich, so einer Größenordnung. Also es ist unglaublich, wir sind wirklich, wenn wir etwas gut sind, dann ist es versiegeln. Ja. Ne? Das kehrt einfach ab. Also es ist eine Katastrophe. Das heißt, daher auch die Forderung von unserer Seite, dieses Ziel der ÖROC zu akzeptieren und zu verabschieden. Und das klare Bekenntnis von uns als Autorinnen und Autoren dieser Studie, die, glaube ich, ungefähr 60 Seiten, wenn ich mich recht erinnere, umfasst, Veränderungen, die auf eine emissionsarme, umweltfreundliche und klimaresiliente Gesellschaft und Wirtschaft abzielen, ausdrücklich zu begrüßen. Ich kann vielleicht noch kurz auf diese nicht finanzielle Berichterstattung eingehen, die der Christian angesprochen hat. Also diese CSRD von Europa kommt manchmal zu viel, aber manchmal was Gutes. Diese Richtlinie über die nicht finanzielle Berichterstattung wird eben viele Unternehmen, 3.000, 3.500 in Österreich zwingen, neben einer finanziellen Berichterstattung, die sie jetzt eh schon machen müssen, eine eben nicht finanzielle Berichterstattung zu machen. Und da wird ein Thema auf jeden Fall Klima sein, ein Hauptthema Klima sein, neben anderen, neben Biodiversität, neben Plastik, neben Wasser, neben Gender, neben sozialen Fragen, neben auch Governance-Fragen, ESG. Aber da hoffe ich auch auf darauf, dass jetzt viele einmal eine Inventur machen und einen CO2-Fußabdruck von einer Immobilie, von einem Unternehmen, von einem Produkt oder von einer Dienstleistung machen, um eben den ersten Schritt einmal zu setzen und einmal schauen, um wie viel CO2 reden wir denn. Ist es relevant? Ein Beispiel jetzt von den Nicht-Immobiliensektor, vom Bankensektor, ob jetzt eine Bank
eine LED-Beleuchtung macht oder eine Fußbodenheizung statt einer Radiatorenheizung oder einen energiesparenden Laptop kauft, ist jetzt nicht wichtig im Verhältnis zu dem, was mit dem Geld, das die Bank investiert, passiert. Da rede ich vom Faktor 700. Das, was die Bank über ihr Geschäftsmodell auslöst, indem sie möglicherweise ein Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk oder sonst was finanziert, ist wesentlich Faktor 700 schlimmer, wie das, was, wenn der Geschäftsführer Elektroauto fährt, statt ein Verbrennungsauto. Und da muss man halt einen CO2-Fußabdruck machen, dass man dann auch eine richtige Entscheidungsgrundlage dafür hat. Das ist etwas, was von der CSRD kommt und wo ich sage, das ist eine Richtlinie, die Sinn macht und die ich auch verstehe. Also vielleicht auch eine Lanze zu brechen jetzt für einige Unternehmen, die in der Richtung schon sehr aktiv sind. Also es gibt durchaus solche, die sich gerade bei ihren Produkten jetzt schon den Kopf darüber zerbrechen, wie der CO2-Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus aussieht und das auch tatsächlich als strategisches Planungsinstrument einsetzen. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht in der Zwischenzeit mit den Bahnen, aber es ist halt noch eine Minorität, muss man sagen. Ja. Aber es gibt welche und die haben gute Erfahrungen gemacht.